Herzlich willkommen zur 31. Folge, diesmal ohne Spicken, zur 31. Folge meines Handarbeits-Podcasts. Es sind schon wieder 3 Wochen vorbei, die Ferien sind vorbei. Ja, und ich habe mir gedacht, es ist Zeit, mal wieder für euch aufzunehmen. Bin heute ein bisschen zerstruppelt, aber das liegt jetzt eher an der neuen Frisur. Lässt sich gerade wenig machen. Was habe ich euch mitgebracht? Ich habe was zum Stricken, was zum Häkeln, was Getauschtes, was Gekauftes. Ja, und ganz herzlich bedanken möchte ich mich gleich am Anfang, sonst vergesse ich es bloß wieder, für die ganzen lieben Kommentare bei Ravelry, bei Instagram, bei hier unter dem Video. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, und die Technik, oh, die hat es echt in sich. Ich nehme jetzt mit der normalen Kamerafunktion auf und hoffe, ich kriege das dann nachher in diese Bearbeitungs-App alles rein. Ich habe es vorher schon mal probiert, es hat funktioniert. Schauen wir mal, wenn es dann ernst wird, ob es dann auch funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das Video da jetzt hier aufnimmt. Aber das wird sich zeigen. Ich hoffe, ich kriege es mit, wenn es abbricht. Schauen wir mal. Ja, genau. Insofern rede ich jetzt auch gar nicht großartig drumherum, sondern zeige euch gleich mal, was ich Schönes gestrickt habe. Ein ganzes Stück weiter gemacht habe ich. Das Licht wird immer, gell? Heller, dunkler, je nachdem, wie nah ich hinkomme. Naja, wird gehen. An dem Rockefeller ist natürlich einiges passiert. Na, ich hätte es mir mal vorher auswurschteln sollen. Das ist ja der Nadel rausgerutscht. Das ist der Nachteil mit diesem gefachten Baumwoll-Poly-Boppel. Ich sammle hier nur gerade mal wieder die ganzen Maschen auf. Mit diesem Baumwoll-Poly-Bobbel, das ist alles sehr glitschig. Also sowohl die Wolle als auch die Metallnadeln. Na, kommst du her? Ja. Genau. So, jetzt müsste es wieder klappen. Genau. Also das ist alles sehr rutschig, das Garn. Und mit Metallnadeln, ich glaube, ich hätte eher Holznadeln nehmen sollen. Naja, so sieht er aus, mein Rockefeller bisher. Also der Hauptteil quasi ist geschafft. Gute zwei Stunden den Eichhornrand abgekettet. Und seit letztem Samstag, also heute haben wir Mittwoch, geht es hier in den Rand. Und wie ihr seht, da habe ich bisher irgendwie nur 4 Reihen, ja, 4 Reihen oder sowas gestrickt. Ja, ich weiß auch nicht. Momentan flutscht es nicht mehr ganz so gut wie am Anfang. Wobei es natürlich trotzdem schon Spaß macht zum Teil. Und wir sind auch eine total nette Gruppe. Es stricken ja da, glaube ich, also auf alle Fälle über 40, ich meine 44 Leute mit. Ihr habt ja auch schon bei anderen Podcastern gesehen, die eben auch mitmachen. Und wir sind eine total nette Gruppe und es ist jetzt, herrscht eine super Stimmung innerhalb dieser Gruppe. Ja, warum da jetzt nichts weitergegangen ist, das liegt einfach an meinem So Faded. Der wollte nämlich auch endlich mal weiter gestrickt werden. Und so sieht er momentan aus. Ich hoffe, man kann was erkennen. Genau, also ich habe jetzt unten am... Na, wie halte ich es denn am besten? Ich glaube, ich muss die Kamera anders hinstellen. Unten am Körper schon den 4. Farbwechsel. Da ist jetzt nicht viel zu erkennen, muss ich ehrlich zugeben. Nicht den 3., den 4., den... Nochmal von vorn. Den 3. Farbwechsel und jetzt stricke ich mit der 4. Farbe. So rum ist es richtig. Genau. So, naja, der erste Versuch war jetzt schon mal nicht sehr vielversprechend. nach 4 Minuten hat es jetzt irgendwie gesagt, maximale Kapazität erreicht. Jetzt schauen wir mal, ob es am Speicherplatz lag. Ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde hier irgendwie rum und num.
Ja, und hoffe, dass es jetzt wieder geht. Ich war gerade dabei, euch meinen so Faded zu zeigen. Genau. Ich habe dann, wie gesagt, also am Montagabend und gestern noch den Ärmel angefangen zu stricken. Da war mir einfach danach. Und habe da gestern auch genau den ersten Fade gearbeitet hier an der Stelle. Und ja, dann noch ein paar rein. Ich habe ihn zwischenzeitlich jetzt auch mal anprobiert. Er ist ein bisschen weit. Die Ärmel, glaube ich, wären ganz gut. So an sich am Körper ist es ein bisschen weit. Wobei ich wollte es ja nicht so ganz hauteng. Das gefällt mir bei anderen wirklich immer irre gut. Also ich durfte es ja auch bei der Yvonne nicht nur im Video, sondern in live auch schon sehen. Das gefällt mir immer wirklich irre gut bei anderen. Aber ich selber mag es nicht, wenn es so. Also am Körper noch eher, aber unter den Armen, wenn es so eng anliegt, das mag ich nicht. Insofern stricke ich den jetzt einfach mal fertig. Und wenn ich noch mal einen Strick, was ich jetzt nicht ganz ausschließen möchte, dann könnte ich mal vorstellen, dass ich den durchaus nicht unbedingt eine Größe, aber zumindest ein paar Maschen kleiner Strick. Genau. Ja, das ist das, was so in Arbeit ist. Fertig geworden ist nichts, wie ihr seht. Ach, ich habe was zum Häkeln angefangen. Das Licht ist doof. Ich habe was zum Häkeln angefangen, wobei ich aber dafür was anderes aufgetrennt habe. Ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses Rundtuch, also das ein Rundtuch werden hätte wollen. Das ich in Kroatien letztes Jahr am Strand immer gestrickt habe, das hatte ich euch gezeigt und das hat dann, ich habe mir da ja verschiedene Muster selber zusammengestellt, aber das hat ja dann so gegruschelt und das war auch ein Muster, das wahnsinnig viel Wolle gefressen hat. Und dann lag und lag und lag das und ich wollte mich die ganze Zeit schon mal damit beschäftigen, wie es denn damit weitergeht. Und wie es der Zufall so will, jetzt kuschelt es ein bisschen, habe ich von Crazy Patterns einen Newsletter bekommen. Und in diesem Newsletter war diese Anleitung dabei. Genau, und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich mich entschlossen habe, das aufzumachen, dieses Rundtuch und diesen Seelenwärmer zu stricken. Nennt sich Seelenwärmer Sommernachtstraum Anna. Ja. Halt euch nochmal in die Kamera. Kostet 1,99, also auch nicht so die Welt. Gut, die stricken das aus etwas, oder häkeln das aus etwas dickerem Garn als ich. Hier sieht man auch nochmal so ein bisschen das Muster, wie das dann so wird. Ja, genau. Und ja, das habe ich angefangen und also ja, es ist wirklich. Nur angefangen. Also ich habe nur zwei Reihen Stäbchen gehäkelt. Sind auch relativ viele Maschen, weil ich dann eben anhand des Musters ausgerechnet habe, was für eine Maschenanzahl, die muss ja durch eine bestimmte Zahl teilbar sein. Und weil die Wolle ja eben dünner ist, brauche ich ja ein bisschen mehr, wie es da angegeben ist. Ja, und ich hoffe, dass das einigermaßen so hinkommt. Genau. Dann habe ich muss es mir jetzt echt mal abhackeln, weil ich habe hier auf meinem Blog alles diesmal so durcheinander geschmiert. Das habe ich euch auch gezeigt. Genau, dann habe ich Wolle gekauft. Ich hoffe, ich habe die da jetzt irgendwo mit reingeschmissen. Nein, das kommt später. Ich habe genäht. Ich habe diesen, ja, diesen. Dieses Bodykleidchen für meine Nichte zur Taufe fertig genäht. Da hatte ich euch ja den Eulenstoff gezeigt, den ich in Leipzig gekauft habe und habe dann noch einen rosanen Stoff dazu und habe genäht. Das ist inzwischen verschenkt. Das hat sie ja, also Ostersonntag hatte sie ja Taufe auch und da habe ich es verschenkt. Ich habe aber vorher noch ein Video gedreht. Und wenn das hinhaut, dann sollte jetzt dieses Video kommen. Ich drücke jetzt auf Stopp, weil ich nicht weiß, wenn ich weiter aufnehme, wie ich das Video nachher splitten kann.
Also mit dem Computer ging das immer, hier am Handy mit dem Programm weiß ich noch nicht so genau. Ich drücke jetzt kurz auf Stopp. Dann sollte hoffentlich das Video kommen, zu dem Kleidchen, und dann geht es wieder weiter. Oder es geht gleich wieder weiter. Wir werden sehen. So, für was so Nähmaschinen noch alles gut sind. Ich balanciere nämlich gerade mein Handy auf der Nähmaschine. Ja, genau. Ich wollte euch das Kleidchen, das ich genäht habe, nicht vorenthalten. Und zwar schaut das so aus. Halsen hoch, das Kleidchen. Eigentlich ist es ein Body. Ich klappe hier gerade mal den Rock hoch. Unten sieht das so aus. Ja. Genau, ich hoffe, er passt. Oder es passt, er passt. Genau. Den Schnitt hatte ich euch letztes Mal schon gezeigt. Das ist der hier. Hatte den letztes Mal auch verlinkt. So, ich hoffe, ihr seht es jetzt richtig rum, weil ich sehe es nämlich falsch rum. Und ich habe mir gedacht, ich nehme nicht mit meinem Programm auf, sondern eben mit der Videofunktion vom Handy und füge es dann in diesem neuen Programm bloß zusammen. Mal gucken. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, genau. Ein bisschen was wollte ich zu dem Kleid noch sagen. Also, es ist definitiv nichts für Anfänger. Also es stand auch dabei für Fortgeschrittene. Und ich bin inzwischen so. Ich gebe da schon was drauf. Es ist jetzt nicht so, dass ich da nichts drauf geben würde. Manchmal ist es auch gar nicht so schwer, wie es eigentlich eben erst ausgezeichnet ist. Aber ich versuche schon eben, dass ich mich nicht abschrecken lasse. Sagen wir mal so. Also, dass ich mir zwar denke, gut, Fortgeschrittene, Ich bin zwar jetzt kein blutiger Anfänger mehr, aber ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt als fortgeschritten bezeichnen. Aber mei, wenn man es nicht probiert, dann lernt man auch nicht, oder? Dann wird man auch nicht besser. Genau. Ja, ich dachte erst so, das Schlimmste ist hier dieses Annähen jeweils. Ich zeige es euch mal hier am Ärmel. Das Annähen hier von den Bündchen. Genau, eben. Oben die Ausschnitte an den Ärmeln und eben auch unten am Beinausschnitt musste man die Bündchen annähen, und zwar eben etwas gedehnt, steht in der Anleitung, damit sich das dann auch schön anpasst. Und ich habe erst gedacht, wenn ich das hinter mir habe, dann habe ich das Schlimmste hinter mir. Jein. Also das hat sich dann noch vergleichsweise gut machen lassen. Ja, dann sollte man, ich zeige euch mal erst das Schönere, was blöderweise hinten ist. Nachdem man die Bündchen angenäht hat, hat man das nochmal hier innen, also hier dann abgesteppt. Kann es euch auch mal von innen zeigen. Genau, also ich habe das alles, was irgendwie ging, mit der Overlock-Maschine gemacht. Genau. Damit eben nichts ausfranst. Es schaut jetzt hier soweit ganz gut aus. Beim Vorderen ist es mir dann leider so passiert. Also ich habe es, wie habe ich es genäht? Ich habe es von der linken Seite her genäht, also von der Seite hier, damit ich sehe, wo hier der Rand zu Ende ist. Das war auch auf der Vorderseite so. Bloß leider habe ich es dann irgendwie komisch liegen gehabt. Ich weiß gar nicht, das Licht ist hier nicht so berauschend, sodass dann die Naht eben leider, stellt auch nicht gescheit scharf, dass die Naht eben leider nicht an dem blauen Stoff, sondern hier direkt an dem Bündchenstoff dann rausgekommen ist. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber mei, ist handgemacht. Und ich wollte dann die Naht nicht auch nochmal auftrennen. Ja. Dann musste man die Ärmel raffen. Das war jetzt gar nicht mal so das Problem, hier die Ärmel zu raffen. Also man sieht eben hier so, gibt dann so kleine Puffärmelchen. Das habe ich aber schon gekannt von dem Oberteil, das ich mir für unseren Luther-Auftritt genäht habe. Also das war dann nicht das Problem. Und was ich damals auch gelernt habe, dass ich die Ärmel nicht gleich mit der Overlock-Maschine annähe, sondern die wirklich zuerst mit der normalen Maschine und dann bloß nochmal versäuber. Da habe ich persönlich mir leichter damit getan,
weil mir das mit der Overlock-Maschine dann, also das ist bei mir dann immer irgendwie verrutscht. Also da habe ich mir leichter getan, das erst einzunähen und dann zu versäubern. Es ist jetzt auch bei diese Bodies, die haben ja, es waren jetzt im Prinzip drei Lagen Stoff. Einmal hier das, was von hinten vorkommt, dann eben das, was von vorne nach hinten geht, eben diese, damit es einen schönen, gescheiten Ausschnitt gibt. Und dann noch die Ärmel da dazu. Also das war dann schon, ja, war schon besser, das zuerst mit der normalen Maschine zu nähen. Und dann habe ich es eben mit der Overlock nochmal drüber versäubert. Ich habe ja überlegt, ob ich in Zukunft generell hier in meinem Bastelzimmer aufnehme, aber ich stelle fest, das Licht taugt nicht. Ja, genau. Wie dann endlich der Body fertig war, hat man noch den Rock genäht. Eigentlich sollte die Naht hinten in der Mitte sein. Hat mir nicht so gefallen. Ich habe es jetzt einfach auf eine Seite. Genau, der Rock eben auch zuerst gerafft. Dann erstmal so quasi über Kopf. Na. Erstmal so über Kopf angenäht. Das sieht man jetzt natürlich nicht mehr so ganz. Und dann hat man, ups, dann hat man da eben auch noch mal rumgenäht. Ich habe es mit der Zwillingsnadel genäht, weil ich es unten auch mit der Zwillingsnadel gemacht habe, mit zwei verschiedenen, einmal mit dem blauen und mit dem rosanen Faden und obenrum dann genauso. Laut Schnitt hätte da noch ein Gummi durchgezogen werden sollen, also eine Öffnung lassen und dann Gummi durchziehen. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, warum soll ich da einen Gummi durchziehen? Sitzt ja, also am Body quasi liegt es ja an. Und bevor es dann irgendwie da am Bäuchlein einschneidet, habe ich jetzt keinen Sinn drin gesehen. Genau. Dann habe ich noch Druckknöpfe angenäht. Ich habe da so Plastikdruckknöpfe gekauft. Aber mit denen bin ich nicht so wirklich zufrieden. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob die sehr lang halten werden. Also man muss da auch wirklich richtig zum Aufmachen mit den Fingernägeln dazwischen. Ja, wenn ich da anziehe, habe ich echt Angst, dass da sofort der Faden reißt. Naja, der geht gar nicht auf. Jetzt hat. Nee, also da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Das sind eben einfach diese Plastikdruckknöpfe zum Annähen. In der Anleitung stand Jersey-Druckknöpfe und mit dieser Angabe bin ich dann auch ins Geschäft und habe eben gesagt, die haben so ein Babybody und dann hat die eben gesagt, ja, dann würde ich sie also Plastikdruckknöpfe nehmen und keine Metalldruckknöpfe und ja, am besten die zum Annähen, weil die anderen, die man so durchschießt, die sind alle so groß. Ja, aber wie gesagt, also muss jetzt erstmal so halten zum Herschenken, aber ganz zufrieden bin ich damit nicht. Ja, was wollte ich euch noch erzählen? Sonst gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Ich habe keine Tasche und kein Herz drauf genäht, wie es in der Anleitung ist. Das haben wir dazu. Ja. Genau. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt, mir hat der Stoff nicht gereicht. Ich musste dann hier am Rückenteil stückeln. Und leider ist es mir nicht so gelungen, wie ich es mir vorgestellt habe. Also hier die Eule ist, passt noch ganz gut, aber hier wurde es dann irgendwie schräg. Aber ist egal. Ist ja der Rock drüber. Jetzt sieht man nichts. Ja, genau. Also ich habe da. Also es war dann wirklich im Endeffekt diese Bündchen annähen gar nicht mal das Schlimmste. Das war dann noch relativ zügig gemacht. Auch mit dem Dehnen und den anderen Stoff nicht dehnen. Das war dann gar nicht so dramatisch, wie ich das gedacht habe. Wie gesagt, alles mit der Overlock-Maschine soweit gemacht. Und gut, den Body zusammennähen war dann auch nicht das Problem. Wo ich dann wirklich echt lang gesessen bin, war dann an den Ärmeln, die Ärmel einzunähen. Dass das alles gepasst hat. Ja, und auch mit dem Rock, dass dann so die Falten einigermaßen gleichmäßig sind. Also da habe ich gestern alles noch fertig gemacht, eben die Ärmel und den Rock.
Und dafür habe ich also wirklich nochmal mindestens genauso lang gebraucht wie für alles andere zusammen, einschließlich Zuschneiden, habe ich so den Eindruck gehabt. Naja, wie gesagt, ich hoffe, er passt. Es passt. Hier nochmal in ganzer Pracht. Auf alle Fälle finde ich, ist es sehr süß geworden. Und wenn es nicht passt, haben sie wenigstens ein Andenken. Nein, also wenn, dann ist es eher zu groß. Ich habe es auch, meine Nichte hat jetzt 74 und ich habe den Schnitt für 86 genommen, damit es eben nicht gleich wieder zu klein wird. Also ein bisschen soll es zumindest passen, hoffe ich. Ja, aber darüber kann ich ja dann berichten, wenn ich das endgültige Video aufnehme. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat geklappt. Das kann ich jetzt beim Aufnehmen natürlich noch nicht sagen. Genau. Auf alle Fälle, wenn es mit dem Video gar nicht klappt, dann kommt am Schluss zumindest noch ein Foto. Hoffe ich. Bin da inzwischen ganz vorsichtig, was die Technik angeht. Ja. Ja. Mei, und zu dem ganzen Gehandarbeiteten war es das jetzt eigentlich irgendwie schon. Kann euch gar nichts zeigen, großartig. Was wir noch gemacht haben, wir haben natürlich Eier gefärbt. Wir haben gebastelt für Ostern. Da hatte ich beim VBS so ein Bastelset für so ganz süße Hasen aus Draht und Holzkugeln bestellt. Und da füge ich euch auch noch am Schluss ein Foto mit ein. Genau, wie gesagt, wir haben Eier gefärbt. Wir haben, die Antonia und ich, wir haben jeder zwei Stränge Wolle gefärbt. Und ja, ich glaube, das ist jetzt quasi eine gute Überleitung zum Gekauften und Getauschten. Ich habe hier unten mein Ding liegen. Wie gesagt, ich habe diesmal alles durcheinander geschmiert. Vielleicht sollte ich mir das auch angewöhnen, dass ich nicht nach Kategorien gestrickt, gehäkelt, gefärbt, was auch immer, sondern einfach alles chronologisch der Reihe nach aufschreibe und euch erzähle. Weil heute ist das hier irgendwie ein totales Chaos. Ja. Als erstes hat mich erreicht ein Wanderpaket. Ich muss hier mal in meinen Taschen wühlen. Jetzt habe ich die Stränge eigentlich auch hier rein. Ja, Moment. Ihr seht schon, ich bin heute echt so nicht vorbereitet. Und dieses blöde Technikgedöns, ja, dieses blöde Technikgedöns, das hat mich jetzt noch total verwirrt. Vor allem hoffe ich, dass ich noch alle Fotos habe, weil ich nämlich bei Fotos, irgendwann sagt er mir in die Sicherung abgeschlossen und wenn ich dann auf Speicherplatz freigeben gehe, dann sagt er mir, das ist in meinem Google-Konto gespeichert. Und ich hoffe, das ist es auch, weil ich bin da jetzt nämlich dann auf Speicherplatz freigeben. Und jetzt habe ich mehr Speicherplatz, aber ich hoffe, die Fotos sind auch tatsächlich noch irgendwo. Ach, ich sag's ja, diese blöde Technik. So, genau, mich hat erreicht ein Wanderpaket. So, da gehört das auch noch dazu. So, die liebe Heike, liebe Grüße an der Stelle, hatte ein Sockenwollreste-Mini-Wanderpaket organisiert. Und obwohl meine Decke zwar in letzter Zeit überhaupt nicht wachsen will, habe ich mich natürlich dem Ganzen gern angeschlossen. Und das kam dann auch noch vor Ostern. Also ich konnte es vor Ostern noch weiterschicken. Ja, und ich konnte mich echt nicht entscheiden. Es waren so viele, so tolle Stränge. Und ich habe dann, also es waren, glaube ich, jeweils irgendwie 12 handgefärbte und 12 industriell gefärbte. Und ich habe mir dann jeweils 6 davon genommen. Genau, ich wollte auch nicht alle nehmen, weil sollen ja die anderen auch was zum Aussuchen haben und nicht nur das von mir, was ich wieder reinlege. Ja, ich halte es euch einfach mal in die Kamera. Hier sind so ein bisschen verschiedene Blautöne. Also da ist dabei zum Beispiel von Prolana, Schachenmeier Regia, da zum Beispiel Malabrigo Sock habe ich auch noch nie verstrickt. Gründel Hot Socks ist dabei. Was haben wir denn hier? Farbschimmer. Farbschimmer sagt mir gar nichts in so einem schönen Grün und Grau. Regia Flusi, das Sockenmonster. Das habe ich schon mal gehört. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwie Bücher für Kinder zum Stricken lernen.
Homespun-Haus finde ich natürlich klasse, höre ich ja die ganze Zeit immer schon bei der Melli. Die schwärmt ja da immer davon. Astrids Wollstübchen war dabei. Hier Piratenwolle, auch ganz toll. West Yorkshire Spinners kenne ich auch überhaupt noch nicht. Also das finde ich immer toll, so Wanderpakete. Super Socks wäre das und Schibotgarne. Auch ganz cool. Finde ich immer super, wenn man da so Minis, wenn man einfach mal Wolle kennenlernen kann, die man halt sonst noch nicht so verstrickt hat. Dann war noch was mit dabei und alle, die noch beim Wanderpaket mitmachen und sich überraschen wollen, die schauen jetzt nicht zu, die machen jetzt bitte die Augen zu und ich werde es einfach nur zeigen und ich werde nichts dazu sagen. Machen wir es so. Also jetzt bitte die Augen zu. Es war noch das mit dabei von der lieben Heike im Paket und das hier. Ich schau mal, ich zeig's. Ups, die Kamera ist auf der anderen Seite. Ich zeig's mal hier so. Guckt mal, sind die nicht süß? Ah, ich muss es auseinandernehmen. Ich muss es auseinandernehmen, sonst kann man gar nichts erkennen. So, jetzt. Ah, stellt nicht gescheit scharf. Klar, wie immer. Hier. Und das ist ja vor allem ganz süß. Ja, das ist beidseitig. Ja, das gleiche Problem wie bei den anderen auch, dass das irgendwie nicht so richtig scharf stellen will. So. Und das letzte. Also, alle dürfen wieder herschauen. Ich habe es aber jetzt auch in letzter Zeit irgendwie gar nicht mehr verfolgt. Ich komme gar nicht dazu, bei Ravelry irgendwie groß mitzulesen, weil so viel anderes ansteht. Also vielleicht ist das Wanderpaket auch schon bei allen durch. Ja, und was mich ja ganz besonders gefreut hat, für mich persönlich war auch noch was mit dem Paket. Jetzt muss ich es jetzt vorher mal ausräumen sollen. Und zwar. Schlecht vorbereitet, ich weiß. Guckt mal diese tolle Tasche. Und die kann man hier so. Wie ging es jetzt? So und dann. Genau, so. Zweimal umschlagen und dann mittels Druckknopf hier zumachen. Genau, die habe ich von der lieben Dagmar. Das merkst du aufgeschrieben. Pinky Peppy heißt sie. Und sie hat mir eben geschrieben als kleines Dankeschön für den Podcast. Und weil ich ja vor ein paar Folgen mal überlegt gehabt habe, wie man das eben machen könnte, so eine Tasche mit Druckknöpfen. Und sie hatte dann eben die richtige Idee. Genau. Da wohnt man so faded drinnen und es ist voll super, so eine große Tasche. Ich habe sie leider schon ein bisschen dreckig gemacht, weil ich sie mit auf der Terrasse hatte. Und der Tisch, der Holztisch, der ist so, ja, der steht halt bei Wind und Wetter draußen. Und dann, wenn man da so mit irgendwas drüber fährt, dann reibt sich das so ab. Und dann hat man da so ein bisschen, ja, anderes Thema. Genau, die hat mir diese liebe Tasche damit rein. Ich habe mich so gefreut. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, der so faded wohnt drin, da ist das genau richtig. Obwohl die Sonne scheint. Ja, aber mit dem Licht, das bringt es jetzt auch nicht wirklich. Naja. Genau. Also das war das Wanderpaket und die Tasche und natürlich die lieben Sachen von der Heike. Dann habe ich Wolle gekauft. In der ersten Ferienwoche, da war zwar, also es war sehr viel los bei uns. Das erzähle ich am Schluss dann noch alles. Und aber nachdem die Johanna oder ich so das Gefühl gehabt habe, dass ich die Johanna in letzter Zeit ein bisschen, was heißt vernachlässige, aber dadurch, dass einfach die Antonia halt jetzt auch strickt und mir dann natürlich einfach ein Thema haben, ja, für uns zum Unterhalten und sie auch mit in Leipzig war und sie jetzt auch mit in meinem Chor singt, habe ich mir gedacht, naja, muss ich jetzt mit der Johanna auch mal was alleine unternehmen und wir sind einfach nur nach Weilheim ein bisschen zum Shoppen gefahren und zum McDonald's und ja, eben ein bisschen Klamotten, ein paar T-Shirts und so.
haben wir uns einfach dazu zweimal einen schönen Tag gemacht. Und da ist mir beim Ried, die haben so eine kleine Handarbeitsabteilung, und da ist mir diese Wolle über den Weg gelaufen. Meilenweit Lana Grossa Cotton, glaube ich. Also das eine heißt Solo Cotone und das andere heißt Fragola. Also ich zeige euch mal einmal hier. Fragola. Mit der Farbnummer muss ich wieder umdrehen. Mit der Farbnummer 6201. Und dann hier so ein einfarbiges Blau. Solo Cotone Scuro in der Farbe 2008. Also so ein Blau. Und mein Plan wäre, diese beiden zusammen für Socken zu verstricken. Und zwar eben aus diesem Socksbook, das ich mir ja inzwischen auch gekauft habe, wo ich mich ja anstecken habe lassen. Das hatte ich euch ja in einer der letzten Folgen auch mal gezeigt. Und ja, genau, da ist aber, wie ihr seht, noch nichts passiert. Außerdem muss ich auch erstmal die anderen Socken fertig stricken. Die Broken Seed Stitch Socken, da hat sich nämlich gar nichts getan. Aber mal, wenn man an zwei Karls mitmacht, gell, wie soll es denn gehen? Und dann haben wir noch zusammen die hier ausgesucht. Auch Lana Grossa. Komfort mit Bambus ist die. Die Farbe 2603, das sind eben so, ja, grau, Anthrazit, bisschen ins Hellgrau gehende. Und das soll zusammen mit der Wolle, die ich der Johanna aus Leipzig mitgebracht habe. Ihr erinnert euch vielleicht zu so diese, ich habe es jetzt gar nicht mal da, so auch so dunkelgrau und dann mit so relativ so kräftigen Neonfarben gemischt. Und da möchte sie ja eine Mütze draus. Und zwar, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, die Mütze, die die Elli auch gestrickt hat. Mit dieser interessanten Technik, wie die dann oben da so zusammengefaltet wird. Genau, haben wir dazu ausgesucht, dass die Johanna eine Mütze kriegt. Aber das hat jetzt nicht so Priorität, weil jetzt kommt erstmal der Sommer. Eigentlich sollte man ja, wie sagt man? Asynchron, nee. Also quasi im Sommer die Wintersachen und im Winter die Sommersachen stricken, damit man es dann zur entsprechenden Jahreszeit fertig hat. Weil ihr seht ja, mit meinem So Faded, der wird jetzt fertig, wo ich ihn nicht mehr brauche. Haha. Aber gut, der nächste Winter kommt bestimmt. Genau, dann habe ich mir auch noch ein Nähheft gekauft, das Oktobere. Und die haben nämlich dieses Mal, also ich schaue die immer mal wieder durch, aber guckt mal, dieses Kleid hier gefällt mir total gut. Und das finde ich ja auch irgendwie witzig. Also so Vintage-Mode, wie man so sagt, ja. Oder eben das hier. Finde ich total süß. Und dann habe ich mal das Heft gekauft und habe mir gedacht, ja, ist ja nicht so, als ob ich nicht genug Hefte und was hätte, gell, aber waren einfach zu nett, die Kleider. Und ich habe mir noch ein anderes Heft gekauft. Ah, Gruschel, Gruschel. Nee, das ist nicht. Eben, das hatten sie da auch liegen. Und zwar dieses hier. Ein Trachtenheft. Ich habe mir das so ein bisschen durchgeblättert und bin sofort bei einer Jacke hängen geblieben. Und zwar diese hier. Die finde ich so schön. Apropos Trachtenjacke, meine Jacke, diese zweifarbige, die ich euch schon ein paar Mal gezeigt habe und die ja fertig und die ich dann nochmal aufgeribbelt und wo ich nochmal eine Wolle nachbestellt habe, die hatte ich jetzt einmal an und ja, geht schon, aber die Ärmel sind viel zu lang. Und die wird auch geribbelt. Die komplette fertige Jacke. Und dann stricke ich sie neu, hoffe ich zumindest. Und ich werde es dann aber auch in einem Stück stricken. Also nicht so, wie es im Original ist. Das Vorderteil und das Rückenteil einzeln. Ich glaube, die Ärmel waren dann sogar von oben nach unten. Ja, ich glaube, das ist schon. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, schon in RVO, aber trotzdem in Einzelteilen gestrickt, weil es ja zwei verschiedene Farben sind. Nee, aber das mache ich so nimmer. Also die wird geribbelt und neu gestrickt und die hier möchte ich anschlagen. Da habe ich auch schon die Wolle dazu. Zeige ich euch dann auch gleich noch. Ja, also viele, viele Wolle, viele, viele Projekte.
Weiß zwar gar nicht, wann ich alles machen soll, aber es gibt halt immer so schöne Sachen. Gell? Genau. Dann hat mich erreicht, wo lege ich jetzt das hin? Dann hat mich erreicht ein Päckchen von der Elli. Die hatte mir ja noch ein paar mehr Gewichte. Also vier hat sie mir ja schon mitgebracht. Ich habe gesagt, naja, so sechs Stück wären toll und eben vielleicht auch eins mit so einem Torteneck, damit man das eben bei so schmalen Stellen gut hinlegen kann. Und die liebe Elli ist ja total wahnsinnig. Schaut mal, was die mir noch Tolles geschickt hat. Drei von diesen hier. Drei Gewichte von diesen. Die sind ein bisschen kleiner wie die anderen. Finde ich aber so. Also für alle Eventualitäten gerüstet. Die anderen drei hatte ich auch schon ganz kräftig in, vier hatte ich schon ganz kräftig in Gebrauch bei diesem Body. Dann eben zwei so Tortenstücke. Und guckt mal, ist das nicht cool? Ist doch auch super, oder? Also ich muss ja ehrlich sagen, wow. Liebe Elli, was ihr da für eine Geduld habt, du und deine Tochter. Ich habe dir ja letztens schon geschrieben, diese Anhänger, die ihr da gebastelt hat. Ja, die hat die Antonia gesehen und ich muss immer noch nach dem Fimo suchen, weil Kind will das jetzt auch probieren. Und schaut mal diesen tollen Kammzug hat sie mir noch mit rein. In so rosa, blau, lila, ein bisschen weiße Stellen dazwischen. Ganz weich, ganz flauschig. Ja. Elli, vielen, vielen Dank. So, genau. Dann habe ich, ich habe noch was gekauft, das muss ich euch zeigen. Und zwar, jetzt hat sich das hier in der Tasche verklemmt. Ist so groß. Sockenspanner. Wir hatten uns ja mal über Sockenspanner unterhalten und ich wollte eigentlich schon lange mal welche und habe diese ganz tollen in Leipzig überhaupt nicht gesehen. Die Annika, glaube ich, hat es gezeigt. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgeschaut und ich wollte eigentlich nicht so diese Plastik mit Brotdinger und bin dann bei Davanda fündig geworden und guckt mal. Das ist ein ganzes Set Sockenspanner von Größe 17, 18 bis hin zu Größe 46, 47. Ist das nicht süß? Genau, und das war also preislich auch absolut in Ordnung, wenn man schaut, was einzelne kosten. Natürlich, ich habe auch bei Etsy welche gesehen, die waren dann noch schön verziert und Dings, aber dann habe ich mir gedacht, naja, mein, im Endeffekt, es ist ein Werkzeug. Und habe mich dann lieber für dieses Set entschieden, als dass ich sage, naja, ich nehme für den gleichen Preis, wenn es hinkommt, vielleicht drei Paar oder drei Stück und die sind aber dann schön verziert. Genau, habe ich das. Das verlinke ich euch dann auch alles in meinem Blog, wo ihr das findet, falls da jemand Interesse dran hätte. Und es war auch ratzfatz da. Also war ganz schnell. Ja, dann habe ich. Das wieder da dazu, damit ich ein bisschen die Ordnung wahre. Dann hatte die Jenny aufgerufen vom Kanal Wolliges Geplauder zu einem Tauschpaket unter dem Motto Wolliges Osternest. Und da haben auch die Antonia und ich mitgemacht. Ich hatte eine ganz liebe Tauschpartnerin aus der Schweiz. Und genau, ich zeige euch mal, was ich von ihr alles gekriegt habe. Also erstmal, wo ich das Päckchen ausgepackt habe, also schon mal das Kuvert. Schaut mal, ist das nicht toll? Die liebe Yvonne war das. Yvonne mit Y geschrieben. Genau, hat sie mir das hier und eine ganz süße Karte. Schaut mal, es ist, sowas kann ich ja überhaupt nicht. Es ist so schön schreiben. Ich habe mir da zwar auch mal so ein Buch gekauft, dieses, wie heißt es, Handlettering, ist ja momentan ganz in, aber ich bin da echt zu doof dazu. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es halt auch einfach nur Übungssache. Aber ja, also da hat sie mir einen ganz tollen, also nicht nur eine Karte, sondern wirklich einen Brief geschrieben. Wirklich ganz super. Mensch und liebe Yvonne, du hast ja da einiges auf dich genommen.
um für mich Wolle zu besorgen. Wahnsinn. Du hast es so nett geschrieben. Wahnsinn. Du hast mir gleich so leid getan, dass du da umsonst hingelaufen bist. Aber ich freue mich über die Wolle, die du mir geschickt hast. Absolut. Das habe ich dir ja auch schon geschrieben. Und zwar, guckt mal. Zwei Stränge Drachenwolle. Ist die nicht toll? In Türkis und Grün. Und hier ist eben ein bisschen das Grün, ein bisschen dunkler mit Blau und so. Dann eher ins Petrol gehen. Also wirklich zwei ganz tolle Stränge. Ich mag Drachenwolle eh so gern. Und ganz normal Schurwolle Polyamid, 420 Meter. Aber das muss ich mir noch gut überlegen, was ich da draus stricke. Also einfach nur so Stino-Socken, nee. Also wenn Socken, dann vielleicht noch mit dem einfarbigen irgendwie, dann mit Muster. Oder ganz was anderes. Die ist auch, also ich bin ziemlich empfindlich, also insofern irgendwie jetzt groß Tuch oder Mütze, aber die vertrag sogar ich am Hals, muss ich sagen. Mal gucken. Also da muss ich jetzt da, die werden jetzt erstmal bei mir hier sorgsam eingelagert und immer mal wieder bewundert, wie das halt mit uns Wollverrückten so ist, gell? Dann hat sie mir noch einen Tee dazu. Einen Schweizer Tee. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Ich wollte es euch erst zeigen. Und ganz viele Leckereien. Also einmal hier noch, schaut mal, eine ganz tolle Seife. Ich habe mir erst gedacht, was ist das denn? Bis ich lese Seife. Also ganz toll. Zu Schatz zum Hernehmen. Auch, ich bin ja da immer so, ich sammle das dann immer. Aber das bringt ja eigentlich auch nichts. Wieso ruckelt jetzt mein Video? Wenn ich schnelle Bewegungen mache, jetzt hat es gerade irgendwie geruckelt. Naja, dann waren noch dabei zwei Tees, also so Auflöstee, Instant-Getränkepulver. Mag ich durchaus auch wirklich immer mal wieder gern, wenn es schnell gehen muss und gerade im Winter oder mal für die Arbeit zum Mitnehmen. Super. So, Chili und ein Häschen. Da ist auch ein Schokoladenhase drinnen. Und sonst auch noch ganz viele Schokolade. So, jetzt habe ich es gezeigt, jetzt kann ich es endlich verspeisen. Also, vielen Dank, liebe Yvonne, für das tolle Paket. Und ja, ich hoffe, dir hat meins auch Spaß gemacht. Also, du hast es ja auch schon geschrieben. Und ja, danke auch an Jenny für die Organisation. Genau, die Antonia, weiß ich nicht, ob die Iris auch mal zeigen will. Muss ich sie mal fragen. Hängen wir noch ein kurzes Video hinten an. Ja, also ich sage, ich bin reich. Also ich stelle fest, mit dem Handy ist das Aufnehmen genauso bescheuert wie mit dem Video. Quatsch, bringt auch nichts. Wie mit dem Computer. Ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit die Johanna abgeholt. Die war nämlich 3 Tage im Schullandheim mit ihrer Klasse und hoffe, dass das Teil jetzt hier soweit synchronisiert hat und Speicherplatz frei ist, dass ich jetzt noch die letzten 5 Minuten aufnehmen kann. Immerhin kapiere ich langsam, was wann wo wie gespeichert wird. Das ist ja schon mal was und muss mir jetzt mal noch eine Speicherkarte besorgen und dann denke ich, wird das auch werden. Jetzt ist die Seite hier so. Dunkel. Naja, egal. Werde mich das nächste Mal wieder anders hinhocken. Egal, bevor es hier wieder gar nicht mehr weitergeht. Genau, wie ich habe ja schon gesagt, wir hatten die Osterferien relativ viel Stress. Boah, ich schau aus. Und zwar, die Antonia hat in der ersten Woche Praktikum beim Konditor gemacht. Das wäre ja jetzt nicht so weiter tragisch, wenn sie nicht gesagt hätte, sie macht einen Taufkuchen für die Taufe am Ostersonntag. Ja, der will natürlich gemacht werden und dann backen wir nicht nur Kuchen, sondern wir haben das natürlich schön verziert mit Fondant und Blüten und kleine Schüchchen hat sie gemacht. Ich hänge euch ein Foto hinten an, weil der Kuchen ist echt, echt toll geworden. Aber es war natürlich, ja, relativ Stress dann. Mit Freitag, mit dem Feiertag, da hatte dann noch mein Opa Geburtstag. Am Samstag war sie auch bis mittags nochmal im Praktikum. Dann hatte eigentlich mein Schwiegervater Geburtstag, der aber dann zum Glück nicht extrig gefeiert hat am Samstag, weil man ja dann eh zusammenhockt. Und dann konnten wir da den Kuchen fertig machen. Und das war auch gut so. Das hat nämlich schon gut 3 Stunden gedauert, bis der fertig war. Ja.
Und dann, wie gesagt, eben Taufe und Ostern und einmal meine Familie, einmal die Familie von meinem Mann. Ja, und die Woche drauf hatte mein Bruder 40. Geburtstag am Donnerstag und hat da am Samstag dann groß gefeiert mit seiner Schwägerin zusammen, die am gleichen Tag Geburtstag hat und 30 geworden ist. Zufälle gibt es manchmal. Ja, also wir hatten recht viel Stress. Und dann habe ich aber zwischendrin mal gesagt, Mädels, ich muss jetzt raus. Mir reicht, ich muss jetzt raus. Und dann sind wir nach Ingolstadt gefahren. Haben wir uns Ingolstadt angeschaut. Wunderbar, kann man nur empfehlen, wenn ihr das mal macht. Da gibt es kostenlos bei der Touristinfo, die auch gleich am Hauptbahnhof zu finden ist, diesen Stadtplan mit Altstadtrundgang. Und das haben wir dann auch gemacht. Also war wirklich, wir hatten auch einen ganz tollen Tag mit wunderschönem Wetter erwischt. Ja, und eben gesagt, erst ein bisschen Stadtführung, also auf eigene Faust Stadtrundgang. Und ja, dann waren wir noch schön Mittagessen beim Italiener und dann natürlich auch noch ein bisschen shoppen. Und ich habe ja schon gesagt, eben für die Trachtenjacke habe ich mir Wolle gekauft. Und zwar ist das die ausnahmsweise mal das Original von Lana Grossa ist die diesmal Alpina Landhauswolle, 80% Schurwolle, 20% Polyamid, 210 Meter, in so einem hellen Grau, das ist die Farbe 4. Da habe ich, glaube ich, 8 Knäuel oder sowas. Und als Kontrastfarbe dazu dann die Merino Uno, auch von Lana Grossa, 100% Merino, 125 Meter auf 50 Gramm. Also quasi ja 250, also ein kleinen Ticken dünner wie die. Ja, das Licht ist. Ich wollte eigentlich fast die, weil ich bin ja doch so eben ein bisschen empfindlich und wollte eigentlich die auch in Grau, aber gerade dieses helle Grau war aus. Das heißt, ich hätte entweder ein dunkleres Grau nehmen müssen oder ich hätte warten müssen. Also ich meine, so schnell komme ich da jetzt nicht mehr in das Geschäft, aber ich hätte es mir halt dann online bestellt. Aber ihr kennt ja das. Nein, das muss man jetzt sofort haben. Eigentlich blöd, weil man ja genau weiß, man strickt es jetzt eh nicht an. Also man hätte das auch locker die Wolle in Grau bestellen können. Und selbst wenn die im Lauf dieser Woche kommt, wäre es noch früh genug gewesen. Aber naja, wobei natürlich so ein bisschen diese rustikalere Wolle schon auch dann besser ist für so eine Trachtenjacke. Passt einfach besser. Und man kann sie halt auch waschen. Also mit der Maschine. Die hätte man mit der Hand waschen müssen. Jo. Wobei da steht auch waschmaschinenfest. Aber trotzdem bei 100% Merino. Also ich glaube jetzt da mit dem Einstrickmuster habe ich da jetzt weniger Probleme. Aber einen allerletzten Versuch starte ich jetzt noch. Es tut mir so leid, dass das dieses Mal so ein Gestückel ist. Ich probiere es zum dritten Mal hier den Schluss aufzunehmen. Wobei ich in der Zwischenzeit immerhin mir die Haare gerauft habe, wie man sieht, eine Speicherkarte bestellt habe mit irgendwie 64 GB. Also das nächste Video sollte dann doch hoffentlich besser werden. Genau. Und ich habe auch jetzt irgendwie noch so einen Dateimanager gefunden. Alle, die Android nutzen, werden sich denken, ja, was ist da Besonderes? Ja, für mich schon, weil ich ja bisher Apple-User war, also iPhone, und da gab es sowas nicht. Und jetzt habe ich nämlich noch ein paar alte, die letzten Videos von der letzten Aufnahme gelöscht und ich hoffe, jetzt ist genug Speicherplatz. Es ist zum Mäusemelken. Genau, also, was ich euch nicht vorenthalten wollte, ich habe mir auch noch diesen wunderbaren Bobbel gekauft. Ist ebenfalls Lana Grossa. Shades of Cotton Linen und aus so einem ähnlichen Bobbel ist die Persika gestrickt. Das ist das neueste Tuch von der Sabine, bekannt als Fritzi Kreativ oder Fritzi 01 bei Ravelry. Genau, die hat ein neues Tuch entworfen und das ist eben aus einem von diesen Shades of Bobbeln gestrickt, aber aus Alpaka. Und ich wollte aber gerne ein Sommertuch und außerdem fand ich das mit den Leinen ganz interessant. Und jetzt habe ich überlegt, die Antonia strickt nämlich auch jetzt die Persika, dank dem Tipp von der Karin. Die hatte das Probegestrickt, wo wir uns getroffen haben.
Und Antonia hat ein anderes Tuch angefangen, das jetzt dann doch vielleicht ein kleines bisschen schwierig war, obwohl steht, es ist für Anfänger geeignet. Und sie hat jetzt dann eben die Persika angefangen und ich habe mir gedacht, ja, das würde ich auch gerne stricken. Und also mein Plan war auch so, das vielleicht dann für Juni, für das, den Worldwide Knit in Public Day, für den Weltrekordversuch dann zu verwenden. Weil ich denke, das Muster, wenn man da ein paar Wiederholungen gestrickt hat, ist das bestimmt relativ einfach in den Kopf zu kriegen, dass man da nicht immer schauen muss. Und dann habe ich mir so gedacht, ich würde eigentlich auch gern mal einen Call machen. Also einen Knit-Along mit euch, mit der Persika. Ja, nicht zwangsweise mit der Wolle. Jeder darf natürlich nehmen, was er will. Was haltet ihr denn davon? Hättet ihr Lust? Ich glaube, ich hätte Lust, mal sowas zu organisieren. Ihr könnt mir ja entweder unterm Video oder bei Ravelry in der Podcasting auf Deutsch Gruppe in meinem Thread zum Videopodcast mal kurz Bescheid geben, ob denn ein paar Leute Lust hätten, mit mir zusammen und mit der Antonia zusammen die Persika zu stricken. Link dazu stelle ich natürlich auch in die, zumindest auf meinem Blog mit ein. Ja, und nachdem ich ja momentan noch bei zwei Calls mitstricke, ich glaube, der Rockefeller geht noch 3 Wochen, hätte ich dann eben angepeilt, dass man dann, wenn der rum ist, dann eben mit der Persika startet. Ja, also, ich würde mich freuen, wenn ein paar Lust haben, die mit mir zu stricken. Lasst doch mal von euch hören. Ja, und muss ich wieder meinen Spickzettel, weil jetzt weiß ich nämlich irgendwie so gar nicht mehr. Genau. Ah, ich habe dir auch noch Stoff gekauft. Ich habe dir auch noch Stoff gekauft. Das habe ich jetzt auch erzählt. Für einen Rock, der ist jetzt in der Wäsche. Also der ist schon gewaschen. Der ist noch im Trockner. Den zeige ich euch das nächste Mal. Da möchte ich mir einen Drachen, also ein schöner Drachtenstoff. Und war auch gar nicht teuer. Ich glaube, was hat jetzt der? Ich hatte verschiedene genommen. Ich glaube, 13 Euro der Meter. Also für einen Drachtenstoff echt okay. Ja, ah, was wir noch gekauft haben, wir waren natürlich dann auch beim Hugendubel, ja, weil Mama durfte ins Handarbeitsgeschäft, Antonia ins Klamottengeschäft, Johanna ins Bücherladen. Zum einen habe ich mir noch das gekauft, Jersey nähen in Shirts und Tops. Ich habe ja schon diverse Nähbücher und auch mit Jersey, aber gerade so Shirts, denke ich, da braucht man dann immer nicht so viel Stoff und ja, schnell gemacht kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber denkt mir ja, mal was anderes als immer nur so diese üblichen gekauften Shirts. Und einen Reiseführer habe ich mir noch gekauft. Wir haben nämlich endlich unseren Urlaub gebucht. Und da bin ich schon am Schmökern. Also wir sind ja nur eine Woche in Hamburg, aber ja, mal gucken. Musical natürlich, König der Löwen, haben wir Karten. Ja, da freue ich mich. Da wollte ich ja schon hin seit. Ach, seit ich da war ich mit der Johanna schwanger, also das war 2005. Und dann hatten das die Kinder mal in der Prinzengarde, in der Kindergarde als Motto. Also es hieß nicht offiziell König der Löwen, aber es waren viele Lieder daraus und vom Thema her war es einfach das. Und dann habe ich schon gesagt, Mensch, ich möchte so gern mal mit den Kindern dahin. Und es war einfach so toll und das würde ich gern mit meinen Kindern erleben. Und dieses Jahr klappt es jetzt endlich. Ja. So, ich glaube, das war es jetzt aber wirklich alles, was ich euch zeigen wollte. Habe ich es doch noch geschafft, den Schluss aufzunehmen. Wie gesagt, es tut mir so leid, dass es diesmal so ein Gestückel ist, aber ich hoffe, mit der Speicherkarte wird es beim nächsten Mal dann besser. In dem Sinn wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Bei uns ist super Wetter. Ich hoffe, es bleibt so. Wir haben am Samstag unser Ramadammer. Zu Hochdeutsch räumen tun wir. Das heißt, wir dippeln da an der Straße entlang und sammeln den ganzen Müll auf. Das wird jedes Jahr von der Gemeinde organisiert und danach gibt es dann immer noch eine schöne Brotzeit. Ja, und es ist eigentlich, also wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, macht es wirklich immer Spaß. Man mag jetzt vielleicht sagen, naja, da an der Straße entlang laufen und den Müll von den anderen Leuten aufsammeln, was soll daran Spaß machen? Nee, aber wir haben da schon immer unsere Gaudi. Genau, das steht an. Ah, mein Chorwochenende steht an oder Antonia und mein Chorwochenende von Freitag,
Also jetzt nicht das kommende, sondern das übernächste Wochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag fahren wir da irgendwo an den Chiemsee. Ich lasse mich fahren oder wir lassen uns fahren. Ja, das wird bestimmt auch sehr lustig. Und was sich jetzt ganz kurzfristig entschieden hat, mein Mann und ich fahren 4 Tage nach Berlin. Es wird sehr spannend, wenn wir Sonntagnachmittag heimkommen. Dann bin ich Montag den ganzen Tag in der Arbeit und Dienstag früh fahren wir nach Berlin. Das heißt, mit dem Koffer umpacken. Und die Kinder müssen ja im Endeffekt auch zumindest einen kleinen Koffer packen, weil die 4 Tage nämlich bei meinen Eltern verbringen. Es wird sehr spannend. Aber Berlin wird wieder toll. Ja, da erzähle ich euch dann natürlich auch drüber. Wir haben dieses Mal, also das ist also die Bundespressefahrt, nennt sich das, da war ich ja schon mal mit dabei. Und da gibt es dann doch ein ja, mehr oder weniger straffes Programm. Das ist dieses Jahr nicht ganz so straff, wie es letztes Jahr war, aber man hat halt eben einfach verschiedene Programmpunkte, weil es soll ja nicht einfach nur ein schöner Urlaub sein, sondern man soll ja auch ja, ein bisschen politisch da ja, wie sagt man, nicht engagieren, ja, was dazulernen. Genau. Also, ich wünsche euch alles Gute, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich nicht so gestückelt. Also, pfiat euch, macht's es gut. Hallo. Ich bin gerade von der Schule gekommen, deswegen mache ich das jetzt gerade danach. Nämlich, ich wollte euch das Wichtelpaket zeigen und was alles drinnen ist, was ich von der Mama, wie hieß sie nochmal? Ilona, gell? Von der Ilona habe ich das bekommen zu Ostern. Und ich wollte zeigen, was alles drinnen ist. Schau nicht immer zu mir her. Ja, du nervst. Ja, also ich habe einmal die Gummibärchen bekommen. Die wurden auch gleich probiert. Die schmecken sehr lecker und sind vegetarisch. Ja. So. Und nur ich das Paket aufgemacht habe, ist mir gleich der Geruch von dieser schönen Kerze entgegengekommen. Das sieht man jetzt gar nicht richtig. Also die hat so ein Muster. Das sind so Blätter und es ist lila. Und sie riecht sehr gut. Also das ganze Paket riecht immer noch danach. Dann habe ich nochmal eine Kerze bekommen. Das ist so eine Eiform und mit so einem Lämpchen drauf. Das ist ein bisschen blöd, weil es in Folie eingepackt ist. Aber mit so einem Lämpchen drauf. Dann ein Hase als Deko. Dann noch ein magisches Handtuch mit Einhörnern drauf. Das muss ich noch machen. Verschiedene Tees. So. Muss ich auch probieren. Dann nochmal 2 Kerzen und zweimal solche. So Herzen. Die riechen aber eigentlich noch nichts. Dann noch ein Schokohasen. 3 solche Eier. 1, 2 und 3. So, die. Zum Hängen aus Plastik. Dann noch 3 Hasen aus Holz, auch zum Hinstellen. Muss ich anders nehmen. So, 3 Hasen. So, dann noch 3-mal Trinkschokolade. So. Und 2 Stränge Wolle. Und zwar einmal in Rot mit einem Schaf. Wäscheklammer dran, das ist so eine Wäscheklammer. Und einmal in weiß mit roten Punkten. Und daraus will ich mir ein Oberteil häkeln für den Sommer. Und die Ilona hat die Wolle extra selber gefärbt und hat sie Antonias Sommertop genannt. Also vielen Dank dafür. Muss ich noch was suchen, was ich daraus machen kann. Und dann habe ich noch 2 verschiedene Häkelnadeln bekommen aus Holz. Einmal in der Stärke 4,0, 4,5 und 5,0. Und ein Beutel. Also ich glaube, das ist selbst genäht.
Hat extra, der Reißverschluss ist auch ein bisschen länger, dass man es festhalten kann. So, zum Hinstellen. So. Und da vorne ein Schabknopf. Ja, kann man gut erkennen. Und zwei Taschen. Da einmal und da einmal. Und der Stock sieht auch sehr schön aus. Ja, das war's. Also das war alles in dem Paket drinnen. Und ich bedanke mich nochmal bei der Ilona, dass sie mir das alles geschickt hat. Und bis nächstes Mal. Ah nee, ich hab nicht bis nächstes Jahr. Nee, nächstes Mal. Ich hab bei Leipzig habe ich mir ja diese Wolle gekauft. Und da habe ich mir auch eine Anleitung dazu gekauft. Die habe ich sogar angefangen. Ich war sogar ziemlich weit. Aber war dann doch ein bisschen zu kompliziert für mich. Und deswegen habe ich dann ein anderes Tuch angefangen. Das ist, das heißt Persika. So. Mama, darf ich eigentlich die Anleitung auch richtig zeigen? Die ist ja kostenlos, ja. Okay, gut. Also, das da Persika. Das ist jetzt spiegelverkehrt. Das ist die Anleitung von Fritzi Kreativ auf Ravelry. Das war doch von Ravelry, oder? Ja. Ja, das war von Ravelry. Und das war, wo wir in Leipzig waren, hatte das irgendjemand als Testtrick. Jetzt weiß ich aber nur nicht mehr, wer das war. Jedenfalls ist es inzwischen öffentlich geworden. Und dann habe ich angefangen und habe gestrickt und gestrickt und gestrickt. Und dann war es wieder falsch. Und dann durfte ich wieder aufmachen, habe nochmal von vorne angefangen und bis jetzt sieht es richtig aus. So. Weil, wo ich das als das erste Mal gestrickt hatte, dann hat es eine ganz andere Form, als es eigentlich haben sollte. Das heißt, ich habe eigentlich auf der falschen Seite dann irgendwie zugenommen oder zusammengestrickt. Und dann habe ich es wieder von vorne gemacht. Und soweit bin ich bis jetzt. Ich mache auch schon auch einen Maschenmarkierer rein. Dass wir dann das nächste Mal wissen, wie weit ich da war. So, Maschenmarkierer. Und der kommt da in die Mitte. So, jetzt habe ich einen Maschenmarkierer dran gemacht, dass wir dann wissen, wie weit ich gekommen bin. Und das war es jetzt aber wirklich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!